So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn es geht um Precious Cargo. Ein neuer Film mit Bruce Willis kommt in Deutschland nur direct on DVD oder Blu-ray raus. Und ob der Film was kann, das erfahrt ihr jetzt. Jack und seine Crew sind eine der besten Diebe in der Branche und können ja so gut wie alles beschaffen, aber das Geld muss natürlich stimmen. Und so kommt Eddie auf den Plan, ein Gangster-Boss, gespielt von Bruce Willis, der ja will, dass Jack einen Auftrag erledigt, der hat aber so mal gar keinen Bock drauf. Allerdings hat Eddie ein wichtiges Druckmittel, nämlich die Ex-Freundin bzw. Frau von Jack, nämlich Karen. Und so muss er wohl oder übel diesen einen speziellen Deal angehen. Und ja, das war so in etwa mit der Grundstory. Mehr wird da nicht geboten. Wir haben von den Schauspielern her eigentlich relativ Gutes geboten. Von den Hauptcharakteren zumindest. Also Bruce Willis ist gut. Wen haben wir da noch? Mark Paul Gosselaar und Claire Forlani. Die spielen alle relativ gut. Wobei ich auch, also diese Karen, diese Claire Forlani, nicht so gut finde, beziehungsweise eher, sie spielt zwar gut, aber ich finde sie krass nervig in dem Film. Und insgesamt geht es einfach nur darum, diesen Auftrag zu erledigen, und der Film besteht zu, ja, 60-70% aus Verfolgungsjagden. Also es wird wirklich, entweder geht es zu Wasser, in der Luft wird geschossen, es wird meistens in irgendwelchen Fahrzeugen verschiedenste Art und Weisen irgendwie geschossen. Und ja, also der Film hat definitiv, glaube ich, die schlechteste Quote, was Treffer angeht, überhaupt. Also die schießen wirklich, also du hast eine Verfolgungsjagd, die geht 12 bis 15 Minuten und sie schießen durchweg daneben. Also keiner trifft da irgendwie jemanden, und vor allem die Guten, die werden ja nie getroffen. Es werden immer nur die Bösen getroffen und dann halt auch immer nur so vereinzelt, so alle 4 Minuten mal einer, dass dann halt drei Verfolger nach 12 Minuten alle mal down sind. Ja, das ist schon ein bisschen wenig oder beziehungsweise unrealistisch, und es funktioniert einfach nicht so gut. Und die Story ist wirklich auch sehr simpel, auch wenn es ein paar coole Twists gibt. Aber so insgesamt war ich von dem Film so, oh nee, der geht noch eine Stunde. Ich hätte gedacht, der wäre jetzt schon fast vorbei. Also irgendwie, er zieht sich, die Bilder sind relativ schön. Allerdings ist der Mischmasch zwischen auf der einen Seite ja sehr, sehr coolen, einem sehr coolen Look, der für diesen Actionfilm gut passt, zu den Drohnenshots, die dann wieder so high glossy aussehen, irgendwie passt das nicht ganz. Aber trotzdem, Bruce Willis ist hier ganz cool, und ja, man muss sich den Film jetzt nicht wirklich angucken. So gut ist der nicht, da gibt es bessere Direct-to-DVD-Filme. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Schaut auf jeden Fall auf den Kanälen vorbei und lasst definitiv ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.